Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die 25 Blarney Roses Box von Fiddler's Green. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 25 Blarney Roses von Fiddler's Green, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist ein Best-of-Album, eine Best-of-Compilation der Band Fiddler's Green anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens. 1990 gegründet und 25 Jahre später, 2015, dieses Album, diese Box hier rausgegeben. Wir haben hier eine schwarze Metallbox. Hier oben lesen wir einmal den Bandnamen Fiddler's Green, darunter den Albumtitel Blarney Roses, 25 Blarney Roses. Und dann haben wir hier noch den charakteristischen Ziegenkopf und dieser hält hier auch eine Rose im Maul. Ansonsten hier rundum in schwarz die Box, in so einer Hochglanzoptik. Und auf der Unterseite ebenfalls und wir haben hier dann auch noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier Fiddler's Green 25 Blarney Roses. Dann haben wir noch Infos zur Herstellung. Das Ganze wurde von 4Merch gemacht. Und dann haben wir darunter noch einen Barcode. Gut, genug zur Box. Ich würde sagen, wir schauen mal rein. So, als erstes haben wir hier das Album an sich. Dann haben wir einen Schal. Eine Sonnenbrille, einen Sticker, ein Poster beidseitig bedruckt und dann auch hier so eine kleine Metallschachtel, so eine kleine Schatulle. Ansonsten hier nichts weiter drin, die Box von innen in Silber. Packen wir zur Seite und dann schauen wir uns mal die zwei Sachen an, die hier noch in Folie sind. Nämlich Album ist ja nicht mehr in Folie, sondern Sonnenbrille und Schal, genau. So, einmal die Sonnenbrille, da ist sie draußen und einmal der Schal. So, wunderbar. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Also, so sieht das aus. Das Cover, ident wie auch das auf der Box. Hier wieder der Ziegenkopf mit der Rose im Maul. Ich glaube, das ist ein Ziegenbock. So, Fiddler's Green, 25 Blarney Roses. Dann haben wir hier noch die Katalognummer. Und auf der Rückseite die Tracklist. 17 Tracks sind es geworden. 15 davon sind wirklich so Best-of, also so die größten, die bekanntesten Lieder von Fiddler's Green. Und 2 Songs sind wirklich neu dazugekommen, also exklusiv hier auf diesem Best-of, auf dieser Compilation mit drauf. Dann haben wir hier wieder die Labels und natürlich einen Barcode. Das Ganze kommt hier in einem Hardcover. Machen wir mal auf. So, ja, das sind meines Erachtens deutlich mehr als nur 25. Hier ist echt einiges los, was Rosen betrifft. Dann haben wir nochmal die Tracklist aufgelistet. Dann gibt es hier einige Aufnahmen. So, hinter den Kulissen, hier sehen wir die Band bei Aufnahmeprozess und sonstigen Aktivitäten, bei Konzerten, Backstage, alles mögliche, Fanfotos, alles ein buntes Sammelsurium, jede Menge Eindrücke. Also, passend zu diesem 25-jährigen Bestehen gibt es hier dann auch noch Fotos aus den verschiedensten Jahren. So eine kleine Zeitreise, was da so in den 25 Jahren alles passiert ist. Dazwischen auch immer noch so kleine Notizen, einerseits hier, aber natürlich auch so kleine Ausschnitte hier aus Songs. So, sehr, 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 sehr viele Fotos, hier immer so wild angeordnet in so einer Collage. Wunderbare Outfits mit am Start, hier Animal Print Sakko. So, zum Abschluss haben wir dann hier noch die Credits zu diesem Album, zu diesem Best-of und natürlich, was nicht fehlen darf,
die CD. Die befindet sich hier. Hier haben wir dann Rosen rundum. Ich zähle jetzt nicht nach, aber ich gehe mal fast davon aus, dass das in diesem Fall wirklich 25 sind. Und hier haben wir wieder die Band, die sechs Herrschaften hier. Und am Boden vor ihnen auch wieder jede Menge Rosen. Also Rosen, das wird hier wirklich durchgezogen im Artwork. Wir kommen zum nächsten Inhalt. Hier geht es gleich weiter mit Rosen. Und zwar haben wir hier ein Poster. Recht klein, im Querformat. So sieht das aus. Wir haben hier die sechs Bandmitglieder in einem Wohnzimmer, in einem altertümlichen Wohnzimmer. Also hier haben wir die gesamten Mitglieder nebeneinander. Ralf, Rainer, Stefan, Tobias, Frank und Patrick. Alle haben sich hier zusammengefunden. Und auf der Rückseite, oder beziehungsweise das ist glaube ich die Vorderseite, hier haben wir die Herrschaft nochmal vor einer Wand. Und auch hier wieder jede Menge Rosen auf dem Stuhl. Also, ein kleines Poster, beidseitig bedruckt, beide Seiten im Querformat. Ein Sticker ist mit dabei, in schwarz und weiß, kreisförmig, hier wieder mit dem Cover. Und hier lesen wir auch erstmals Established 1990. Also wie gesagt, gegründet 1990, die Band. So, als weiteren Inhalt haben wir hier eine Sonnenbrille. Die kommt hier in schwarz. Auf dem Bügel haben wir hier den Fiddler-Screen-Schriftzug. Auf der rechten Seite nicht, also da ist einseitig links drauf. Und bei dem Glas handelt es sich hier um eines der Kategorie UV-400. Also das ist die Sonnenschutzklasse, die quasi darüber Auskunft gibt, wie stark es die Augen schützt vor Strahlung. Dann haben wir hier so eine silberne kleine Schatulle, so ein kleines Döschen, wir schauen mal rein. Deckel ist nicht zu klappen, sondern wirklich abnehmbar. Alles klar. Und wir haben hier ein Feuerzeug. So. Das Feuerzeug findet hier Platz in so einem kleinen Einleger. Und das Feuerzeug sieht so aus. Also in weiß gehalten das Feuerzeug. Und auf beiden Seiten wieder hier mit Fiddler Screen Schriftzug bedruckt. Marke lässt sich hier nicht erkennen. So ein klassisches Sturmfeuerzeug hier aufmachen, entsprechend mit Gas, also mit Benzin, mit Brennmittel befüllen und dann kann man hier entsprechend anzünden. Die müssen immer meines Wissens leer ausgeliefert werden, da das irgendwie beim Transport von der Logistik zu gefährlich wäre, wenn die schon beim Transport befüllt wären. Ja, und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier auch noch einen Fanschall mit dabei. Der ist auch wieder in schwarz und hier haben wir den Schriftzug, den klassischen Fiddler Screen Schriftzug. Es ist 1:1 der, den wir unter anderem auf dem Poster hatten. Genau, hier haben wir es. Oder auch natürlich auf der Sonnenbrille. Also dieser Schriftzug ist hier wirklich überall mit dabei. Ansonsten hier alles in schwarz und auf der Rückseite ebenso. Also die beiden Seiten sind ident. Fiddler Screen Schriftzug hier in grün und gelb. Und wir haben, genau hier haben wir einen Zettel. Wir haben es hier zu tun, wie bei den meisten Schals, hier 100% Acryl. Und das Ganze ist made in China. Grüße gehen raus. So, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal der eben gezeigte Schal, dieser Fanschal aus Acryl. Dann haben wir die Sonnenbrille, wie gesagt, auf dem linken Bügel beschriftet, ansonsten in schwarz. Das Poster, beidseitig bedruckt im Querformat. Dann dieses kleine Metalldöschen hier mit dem Sturmfeuerzeug drinnen. Den Sticker, kreisförmig in schwarz und weiß. Und natürlich das Album an sich, 25 Blarney Roses hier in der Hardcover Edition mit insgesamt 17 waren es glaube ich, genau, 17 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, 25 Blarney Roses von Fiddler Screen. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box?
schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Fiddler's Green unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.